Ja, ich. Tollimon. Ich weiß nicht, was es ist, Kedon. Vielleicht ist es ja die Essenz Balsimi. Ich spüre einfach diesen Drang, mit meinen Fingern euer Haar zu zerzausen und dann euren Oberläppchen zu knabbern. Okay, dann ihr macht mich noch ganz verrückt. Bei Tom, nein, das ist ja fürchterlich. Ich hatte keine Ahnung, dass ich einen derartigen Einfluss auf euch ausübe. Oh, jetzt beruhigt euch schon, Kater, meine Güte. Kicher, hier ist der Ring, den ich euch gestohlen habe. Ich werde es auch nicht wieder tun. Ich verspreche es. Oh Gott. Glocke läuten, Kerze anzünden, Buch öffnen. Ihr legt das Buch auf den Altar, schlagt das Kapitel und Vers auf, der am Ärmel des Umhangs des Eisernen Priesters eingestickt gewesen ist. Dann lest ihr den Absatz laut vor. Glocke läuten. Ihr läutet die Glocke ein drittes Mal. Hinter euch leuchtet das Spiegelportal auf. Das Tor zu den unteren Stockwerken ist nun geöffnet. Wenn es das ist, was ihr wollt. Dafür haben wir jetzt aber auch neue Freunde gewonnen. Auf geht's. Das heißt Hass und erstmal Furchtbann. Ach nö, und Zeitstopp. Das hat mir gerade noch gefehlt. Oh, auf Yahira ist was Böses gewirkt. Ich will zermatschen. Ich will zermatschen. Okay, dort ist auch komplett gelähmt. Ich muss den letzten Quicksave laden. Supi. Oh, da hatte ich das Buch schon. Keine große Herausforderung. Ja, gut, ich weiß, wie es geht, ohne dass ich die letzte Schriftrolle jetzt hole. Glocke läuten, Kerze anzünden, Buch öffnen, Glocke läuten, Gespräch beenden. Ich warte. Nun gut. Das Böse darf nicht weiter wuchern. Die Erde. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ja, verstanden. Oh, da kommt der Zeitstopp. Okay. Ich sollte vielleicht die Gruppe auf jeden Fall erst buffen. Bevor ich das Ritual durchführe. Ja. Die Dienerin der Natur ist bereit. Und ich schlage. Ich warte auf euren Befehl. Ich helfe, wo immer ich kann. Jedenfalls ein bisschen buffen. Könnte auch dann ein Tor benutzen, theoretisch. Manus, Potentes. Was kann ich tun? Keine so. Die Glocke läuten, Kerze, Buch öffnen, Glocke läuten. Fragt nur, das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Harry, mach mal ein Tor auf. Ich hoffe, das ist kein Omen für das Morgen. Okay, unser Schleuser hat wenigstens mal die Gegner so lange abgelenkt.
Ja, das sieht mal nett aus. Jede Parte plus 2. Feuerpfeile, Langbogen und Pfeile plus 3. Ja? Ja, wenn ihr es wollt. Oh, da haben noch ein paar mehr Leute Sachen gedroppt. Und ein Bastardschwert, okay. Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeck deine Nase, Bo. Denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Okay, Zeug, das wir noch nicht identifizieren können, hä? Okay, das ist ein normales Bastardschiff plus 2 und das ist ein Dolch plus 3. Das geht ja noch. Die drei halt. Mhm. Wir müssen bald ruhen. Ja, wir ziehen uns mal zurück. In unser Einsprengsel. Also ja, ihr könnt euch schon mal drauf einstellen. Wir werden eine ganze Weile in der wachenden Festung verbringen. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Könnten wir nicht bitte eine kleine Rast einlegen? Dafür, dass der Schwierigkeitsgrad schon auf niedrig war, oder habe ich den gerade auf niedrig gestellt und es vergessen? War der Kampf eigentlich recht happig? Hm, natürlich. Oh Mann, ey. Ja gut, es geht hier ja auch nicht um den Schwierigkeitsgrad, sondern um den Spielspaß. 3 Trefferpunkte nur gewonnen, okay. Mächtiger Wirbelwind, damit bin ich einverstanden. Ja, ich frage mich trotzdem langsam, wann es zu Ende sein wird mit den Leveln. Sagenkunde und 3 Trefferpunkte. Deva herbeizaubern, Kriegsschrei. Nehmen wir mal Vagi widerstehen und einverstanden. Ich warte, ja. Cespina ist wenn guter ist, Diener, oh ja. Okay, Cespina. Den Großen zu dienen. Oh, muss auch ja. Cooles Bastardschwert, oh ja. Warum Bastard glaubt ihr? Keine Eltern? Ah ja, das Bastardschwert. Egal, für Feindballschwert, ihr braucht Flas Scheide. Beschafft hast du dich viele Kräfte hinzufügen, okay? Zurück. Oh, heiliges Lächerschwert. Ja. Okay. Viel weit. Ah. Der Flegel. Ja, sicher. Oh. Wunderschöner Köcher, das. Schöne Farben. Ihr verfügt über einen Schurkenstein dann immer von Köcher. Wenn ihr mir jetzt noch 10.000 Goldmünzen dazu gebt, kann man das Rezept für bessere Pfeile verwenden, wollt ihr? Okay, sicher doch. Bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden. Wunderschön. Cespina geht wieder an die Arbeit. Oh ja. Viele schöne Sachen finden. Vieles sammeln. Das Geld für die Verbesserung des immerfeuernden Köchers war gut investiert. Der Köcher ist immer noch stärkere magische Eigenschaften als zuvor. Mhm. Immun hat jetzt einen ETW von 5 gerade. Jetzt hat sie einen ETW von 7. Also nehmen wir den Bogen mal. Und Sonus Klinge. Ein großer Schild und der Feindbann. Ja, das Bastardschwert, das Cespina erwähnt hat.
Sespina stolz, den Großen zu dienen. Sespina, also gut. Ja, warte mal kurz. Mache Glänzenden für euch später. Sespina geht wieder putzen und sucht die Rezepte. Oh. Die Geschichte dieses magischen Bolzenschächtelchens ist schon lange in Vergessenheit geraten. Es muss aber etwas mit der ungeklärten, aber gut dokumentierten Knappheit fähiger Burgen in der Zeit der Sorgen zu tun haben. Ich bin schon erledigt. Ja, die Bolzenschachtel brauchen wir nicht unbedingt, deswegen packen wir sie mal weg. Bei Moin benutzt die beiden Bogen, haben wir festgestellt. Frag, euer Wunsch ist mein Begehr. Sespina ist guter Diener. Oh, eine große Herausforderung. Und bis jetzt haben wir ja noch keine... keine Türträne. Sespina stolz, den großen zu... cooles Ast. Ja. Becher haben wir, ja, Flegel. Was haben wir denn da? Ein Buch. Gute Nacht, Lektüre. Oh, der Leitfaden der Golem-Konstruktion. Puh, wie langweilig. Es gibt Seine, die das Buch besser machen. Buch macht dann bessere Golems. Ja, sozusagen Rezepte für Rezepte. Lustiger Gewanke. Nun, da ihr nicht die richtigen Seine für Leitfaden habt, können wir es im Moment vergessen. Hier liegt das Buch einmal wieder an seinem Platz. Hier vermutlich ohnehin zu viele komplizierte Worte für euch drin. Nicht genug hübsche Bilder. Müll. Braucht einen Schrotthändler. Ja, Stirnreif von Nessarin. Ja, die Paladin-Armschienen. Ihr habt recht. Ihr habt Armschienen des Paladins. Sie benötigen nur einen guten Segen und dann werden sie noch besser. Ich kenne einen Priester, der macht das für 1000 Goldmünzen. Soll ich das arrangieren? Sicher, macht mal. Okay, bitte zurückgehen. Neues Geld haben wir ja mehr als genug. Wunderschön. Ja. Sespina geht wieder an die Arbeit. Oh ja, viele schöne Sachen finden, vieles sammeln. Ja. Gesegnete Armreife, 10 Trefferpunkte und so weiter. Wo sind sie hingekommen? Da. Könnten allerdings nur von ihm verwendet werden. Er trägt aber schon die Geschicklichkeitshandschuhe. Wenn ich ihm die abnehme, sinkt halt sein Rüstungswert ziemlich böse ab. Also, zeig mir mal, was du noch kannst. Feindband, Rächer, Flegel, Buch, Stirnreif. Okay. Ich kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr, auch gut. Wieder putzen gehen. Ja, okay. Gut, gerastet sind wir. Haben alles identifiziert. Immon hat jetzt unendlich viele Pfeile. Das ist auch nochmal gut. Das heißt, wir können zurück. Was möchtet ihr? Ja, erzählt mir mehr davon. Ich frage mich aber echt, was passiert, wenn wir uns mit den beiden Golems anlegen. Die müssten ja jetzt aggressiv werden, oder? Ja. Ihr würdet doch wohl keine Frage. Muss wohl was anderes. Verstanden. Ihr habt es so. Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Eine große Herausforderung. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, benötige ich. Nicht mal Erfahrungspunkte haben wir gekriegt. Okay. Also lassen wir die Golems einfach mal in Ruhe. Keine große Herausforderung.
Ach, der Geist ist auch wieder verschwunden. Gut, das heißt, wir können uns jetzt auf dem Weg in die nächste Ebene machen.